Der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank ist quasi der Resident unseres Podcasts. Er ist in jeder Ausgabe dabei und mit ihm beginnen wir auch in der fünften Staffel unseren Marktteil. Wir sprechen über die schwierigen Aufgaben der Notenbanken und der Politik und natürlich auch über den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Viel Spaß beim ersten Blick mit dem Weitwinkel auf unsere Welt im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Hier kommt Robert Halber. Herr Halber, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer fünften Ausgabe im Podcast Das große Bild. Wir sprechen uns zum fünften Mal. Vielen Dank, dass Sie seit einem Jahr unseren Podcast begleiten. Herzlich willkommen. Hermes, ich bin dankbar, wieder bei Ihnen zu sein. Es macht immer viel Spaß. Wir haben ja gerade eine spannende Zeit. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, also zum sechsten Mal, dann haben wir entweder einen neuen oder einen alten US-Präsidenten. Und das Thema ist mal mehr, mal weniger im Marktgeschehen drin. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Gefährliche daran, wenn wir den alten Präsidenten behalten? Denn Sie haben ja in der Vergangenheit ab und zu lobende Worte gefunden für die klare Strategie, die die Amerikaner mit Trump fahren. Ist denn Biden wirklich so eine gefährliche Situation für Steuererhöhungen oder für andere Dinge, die die Wirtschaft abbremsen könnten in den USA? Man könnte es so zusammenfassen, Herr Trump ist fürs Depot, Herr Biden fürs Gemüt, fürs Herz. Man muss ja hier die Sicht der Börse einnehmen. Also wir reden nicht von persönlichen Einstellungen oder Animositäten Herrn Trump gegenüber, dann könnten wir sicherlich 3 Stunden reden. Aber sicherlich ist Herr Trump jemand, wenn er wiedergewählt wird, der eben nicht die Steuern erhöhen wird für Unternehmen. Das ist schon mal gut für Wall Street. Und er möchte ja auch die Branche nicht regulieren, so wie das Biden-Lager vorhat. Gerade das Biden-Lager möchte ja ausgerechnet den Sektor dann stark an die Kandare nehmen, der ja eigentlich maßgeblich die Aktienhosse bestückt hat, Hightech. Das heißt, es würde, wenn es Herr Biden wäre, würde sicherlich zunächst einmal an den Rumpeln oder anders ausgedrückt, die Weihnachtsgeschenke werden für die Börsianer etwas kleiner ausfallen. Aber einen Vorteil hätte Herr Biden auf jeden Fall, das ist ein sehr wichtiger Vorteil, gerade auch für Europa. Herr Biden möchte die alte transatlantische Liebe wiederbeleben. Jetzt nicht im Sinne einer romantischen Liebe, aber zumindest im Sinne einer Vernunftsehe, weil er genau weiß, gegen China vorzugehen, und das fand Trump durchaus gut, weil die Chinesen müssen auch ein bisschen natürlich lernen, dass sie nicht machen können, was sie machen wollen. Wir sind ja sicherlich in puncto Handelspolitik und Freihandel nicht unbedingt die Fahnenträger. Aber Herr Biden möchte für diese Auseinandersetzung Europa mit ins Boot holen. Und das macht da viel mehr Sinn, wenn die alte westliche Welt sagt, wir halten zusammen, da kann man die Australier noch dazu nehmen, die Japaner, Südkoreaner, die auch durchaus ein Hühnchen mit China zu rupfen haben und dann sagen, passt auf, wir machen das gerne fair, aber ihr macht eben mit und ihr könnt nicht, wie man so schön sagt, im Rheinland mit uns den Molli machen, diese Abhängigkeitsverhältnisse, das wollen wir nicht mehr haben und dann ist nichts, aber auch gar nichts dagegen zu sagen, auch wenn Chinesen eine tolle Handelspolitik und Wirtschaftspolitik auf einer Augenhöhe wohlgemerkt richtig zu haben. Aber man muss dazu ja auch sagen, wir haben es, Europa schafft es alleine ja nicht. Wir sind ja eher nach wie vor leider der kakophonische Hühnerhaufen, ja, der eben noch nicht mal in Flüchtlingspolitik jetzt mit einer Zunge spricht, in vielen Dingen auch nicht. Das ist sehr unangenehm. Aber wenn da natürlich wieder eine Leitfigur in Form eines Präsidenten kommt, der Europa wieder ein bisschen mehr auch leitet, ist das sinnvoll, bis Europa dann alleine kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass Europa auch irgendwann sagt, Mensch, wir müssen doch endlich mal zusammenhalten, sonst verlieren wir den Anschluss. Wobei bei Europa kann man ja festhalten, dass die internationalen Investoren zumindest mal wertschätzen, dass wir uns hier auf so ein Paket geeinigt haben, das die Tür zur Gemeinschaftsverschuldung öffnet. Ich glaube, das war auch der Grund dafür, dass Investitionsgelder zurück nach Europa gekommen sind und dass der Euro stärker geworden ist gegenüber dem US-Dollar. Ist das denn eine Überschätzung Europas? Wenn man das jetzt mal sieht, wie schwach der Dollar geworden ist, was die Amerikaner tun für ihre Wirtschaft, was wir tun für unsere Wirtschaft und ich gerade so den Eindruck habe, dass plötzlich Europa ganz toll ist und wir wahnsinnige Wachstumsraten haben müssen und die Amerikaner alles dafür tun werden, dass die früher als wir wieder Inflation erzeugen werden. Also wenn es Europa zusammenhält mit Geldgeschenken, kann man sagen, Geldgeschenke halten die Freundschaft. Aber man könnte es auch böse formulieren. Die EU, die Teilnehmer, ja, die bleiben zusammen, aber die Ehe ist zerrüttet
und bleibt nur zusammen, weil es Geldgeschenke gibt. Der reiche Norden gibt Geld in den Süden als Transferleistung, als Taschengeld. Man muss eigentlich auch nichts dafür tun. Ich glaube, dass niemand mir sagt, ja, die müssen aber Reformen machen. Ja, nein, Europa soll ja zusammenbleiben und da wird man auch weiterhin sagen können, komm, Hauptsache, wir bleiben zusammen. Wir werden diese Transferunion, diese Schuldenunion, die wir jetzt haben, die haben wir jetzt und die ist auch unumkehrbar. Die werden wir weiterhin sicherlich weiter finanzieren, indem Europa dann hauptsächlich dann zusammenbleibt um den lieben Friedens willen. Aber das ist natürlich auch nicht ausreichend. Wir müssen ja auch sagen, okay, Zusammenhalt ist das eine, aber wie kommen wir denn jetzt auch weiter? Wie können wir es denn hinkriegen, dass Länder wie Italien, Spanien dann auf nach vorne kommen? Und ich habe den Eindruck, dass diese Länder nicht aus böser Absicht, überhaupt nicht, aber naja, es tut halt zunächst mal weh, Reformen zu machen und das will man seinen Wählern ja nicht antun. Und damit, mit Müßiggang, wie man so schön sagt, ist das Laster dann am Anfang und dann gibt es auch keine Lösung. Wir müssen ja aber nach vorne kommen, weil andere Länder, Amerika, China ja bewusst auf Digitalisierung, bewusst eben auch auf Modernisierung, auf Bildung, auf Infrastruktur setzen. Und Länder wie China und USA sind ja Hegemone. Die können ja aus eigenem Antrieb und mit voller Kraft was machen. Wir müssen zuerst mit 27 dann einigen, gut, nicht mehr mit den renitenten Briten, die können sich jetzt um Butterkekse kümmern, aber wir schaffen es ja noch nicht, uns jetzt hier so zusammenzufügen, dass wir nach vorne kommen. Und wir könnten es ja eigentlich, ich sage ja immer, schon in der griechischen Mythologie wussten wir doch, Zeus hatte sich unsterblich in Europa verliebt und hat sich als Stier verwandelt, dann Europa auf den Rücken gesetzt, ist damit getürmt, hat sie entführt. Also diesen Wert muss Europa erkennen. Europa kann es dann erfolgreich werden, wenn es lernt, sich endlich selbst zu lieben und sich zusammenzufügen. Und da muss man sagen, naja, da muss man schon ein großer Anhänger des Optimismus sein, um zu erwarten, dass das auf absehbare Zeit passiert. Und wenn jetzt mal der Euro mal stärker geworden ist, dann war es einfach okay, Europa bleibt dann doch zusammen. Gut, aber wir sehen ja jetzt sehr kürzlich, dass der Dollar wieder stärker geworden ist. Das heißt, die alten Klischees, die alten Verhaltensweisen, wenn es ernst wird, kauft man dann doch lieber den US-Dollar. Und Europa möchte auch gar keine starke Währung haben. Wir wollen exportieren. Die EZB sorgt dafür, dass eher mit dieser Geldschwemme der Euro weitergedrückt wird. Wenn Trump Präsident sein sollte, dann haben wir jemanden, der nicht wiedergewählt werden muss. Und dann sieht es mit der chinesischen Handelspolitik anders aus als unter Biden und mit dem transatlantischen Bündnis vielleicht auch. Ja gut, Trump ist zuerst mal, das wird die Börse zuerst mal in Amerika entspannen, also keine restriktive Politik, aber natürlich, das Verhältnis USA-Europa wird ja nicht unbedingt besser. Die Vermutung ist ja auch, und es kommt auch der negative Part zu Trump, ich sehe ihn nicht nur positiv, also da möchte ich auch hier ganz klar ein Korrektiv einbringen. Herr Trump wird versuchen, seine letzten Amtszeit, obwohl er möchte ja vielleicht noch länger, aber tun wir mal so, er müsste dann regulär 2024 dann wieder aufhören. Er wird versuchen, sich Denkmäler zu setzen. Denkmäler, die ihm gefallen, aber nicht der Welt. Man darf ja durchaus auch mal sagen, wenn er vor der UNO auftritt, ja, und zwar jetzt nicht live, sondern als Podcast oder als Aufzeichnung, naja, gewisse Dinge muss man so nicht sagen. Zumindest die Fähigkeit zu haben, Europa und USA weiterhin zusammenzuhalten, das muss toll sein. Aber es interessiert ihn nicht, weil Europa als Feindbild sieht, nur weil wir die besseren Autos kaufen, weil man mit den amerikanischen Kutschen nicht um die Ecke kommt. Das ist aber jetzt ja da kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Aber diese, wenn man sich nicht mehr bewusst macht als US-Präsident, dass diese westliche Allianz, jetzt rede ich wie Grandpa Moses, ich weiß das, aber seit dem Zweiten Weltkrieg den Frieden aufrechterhalten hat, wenn man das vergessen hat, ja, dann ist es allerdings gefährlich und dann muss Europa dann vielleicht gezwungenermaßen sehen, dass wir zusammenkommen. Aber wir sollten uns da nicht, wenn der Liebhaber in Amerika Schluss macht, uns an den Hals werfen von China. Denn China möchte auch nur eine gute Mitgift machen. Und das sollten wir China so nicht gewähren, sondern auf Augenhöhe. Wenn du was von mir willst, ja, aber umgekehrt geht das genauso. Und nicht mehr dann irgendwelche Technologietransfers machen Richtung China, wenn man doch investiert, ja, und auch nicht Abhängigkeiten eingehen. Aber hier müsste man zusammenhalten. Aber die Chinesen machen es geschickt. Sie versuchen natürlich, einzelne Länder rauszuziehen, nach dem Motto, wir investieren hier mal in Flughäfen und so weiter, ja, wir helfen euch, aber dann helft ihr auch uns. Das ist Abhängigkeitspolitik, das sollte Brüssel nicht zulassen. Ja.
Wenn wir den Einfluss Chinas mal auf der Welt betrachten, dann hat Covid-19 sicherlich sehr stark dazu beigetragen, dass chinesische Unternehmen, aber auch der Staat selber sich in Afrika, in Südamerika breiter machen. Und wir gucken da gemütlich zu. Und Sie sagen, geopolitisch sollten wir uns im Westen da organisieren und uns abstimmen, mal mindestens, und zusammenschließen. Jetzt haben wir im Westen gemeinsam, dass wir alle in Rezession gerutscht sind. Die Chinesen nicht so wirklich, also nach nominalen Gesichtspunkten wahrscheinlich nicht. Es gibt viele Staaten in Asien, die auch nicht wirklich in Rezession gerutscht sind. Wir sind jetzt da, wir gehen in einen neuen Konjunkturzyklus nach Covid-19. Wir haben momentan eine Niedrigzinsphase, die aber auch so bleiben wird. Sie sagen das von Anfang an. Also wir brauchen uns gar nicht daran zu gewöhnen, dass da wieder neue Zinsen entstehen dürfen. Das heißt, wenn wir unser Geld jetzt global allokieren, dann wissen wir, wir haben geopolitisch, aber auch wahrscheinlich industriell, tendenziell zwei Räume. Die westliche Hemisphäre, eine chinesische, die werden sich vielleicht auch industriell, also das Internet ist ja quasi schon getrennt, industriell immer weiter auseinanderleben und können uns gleichzeitig darauf gefasst machen, dass Gelder, die früher mal in den Zinsbereich gegangen sind, doch in den Aktienmarkt gehen. Und da stehen wir heute. Die letzten Tage waren sehr unruhig. Also wir haben jetzt nach Covid-19 am Aktienmarkt eine riesige Erholung gesehen. Was ist Ihre Beobachtung? Worauf müssen wir achten, wenn wir jetzt auf den Präsidentschaftswahlkampf zugehen und sehen, da ruckelt sozusagen dieses Erholungsszenario und die Gelder, die jetzt früher mal urlaubsmäßig im Aktienmarkt waren und auch wenn es ruckelt, wieder abgezogen werden, was den Aktienmarkt nach unten zieht, die kommen wieder zurück und müssen sich langfristig damit arrangieren, dass man mehr Aktien hat als Pensionskasse, Stiftung oder als konservativer Anleger. Ich glaube nach wie vor, dass die niedrige Zinspolitik, die für mich noch lange vonstatten gehen wird, nicht umsonst hat man die Inflationsstrategie geändert, im Durchschnitt 2% Inflation zu haben, ist ein Gummiparagraf. Das können Sie verlängern, ja, wie 50. Mal Weihnachten Sissi, ja, also das können Sie verlängern bis zum geht nicht mehr. Und das heißt, das bleibt erhalten. Das heißt, das Brot- und Buttergeschäft im Sinne einer Alternativlosigkeit, in Anführungszeichen, pro Aktie ist nach wie vor da. Das sehen wir auch in Märkten, wenn es dann mal runtergeht. Man geht auch schnell wieder rein, weil man sagt, na ja, jetzt guck mal, ist billiger geworden, jetzt wollen wir mit dabei sein. Und gerade der ruinöse Wettbewerb mit den Vermögensverwaltern, wo man ja das Geld rapzapp wieder abzieht, wenn die Rendite nicht stimmt, zwingt ja dazu, in Anlageformen zu gehen, die auch riskanter sind. Klar, Hightech, da müssen wir nochmal auf den Präsidentschaftswahlkampf zurückkommen. An Biden würde sicherlich diesen Sektor zuerst einmal rasieren, weil man eben Angst hat, dass er reglementiert wird. Facebook zerschlagen, all das, was ja auch die potenzielle Vizepräsidentin von Herrn Biden schon angekündigt hat oder zumindest vorhat. Ob es dann so gespielt wird, müssen wir sehen. Aber dann bis zur Amtseinführung wird man sicherlich eher bei Hightech dann vorsichtiger sein. Aber im nächsten Jahr wird sich das wieder einigermaßen normalisieren. Das ist sicherlich so. Aber am Aktienmarkt kommt man so oder so nicht vorbei. Wir hatten in den letzten Wochen eine gewisse Tendenz raus aus Hightech, mehr in die Zyklik, an die kulturabhängigen Werte. Jetzt haben wir mit neuen Fallzahlen natürlich, die auch jetzt klar sind, wer mehr testet, finden doch mehr Befallene. Das gehört dazu. Wir werden auch im Herbst und Winter natürlich auch sehen, dass es noch mehr Infektionen gibt. Aber ich hoffe, dass wir nicht politisch wieder jetzt engstirnig sagen, jetzt müssen wir einen Lockdown machen generell, damit machen wir alles kaputt. Denn das habe ich immer gesagt. Ja, Covid-19 ist absolut ernst zu nehmen, ja. Aber sehen wir bitte auch die Kollateralschäden, wenn wir alles zumachen. Von häuslicher Gewalt, von Kindern, meine Frau ist Lehrerin, wenn Kinder nicht in die Schule gehen können, wenn Leute Angst um ihre Existenz haben. Wir leben ja gerade auch Strukturdefizite. Wir haben auch heute wieder gehört, dass ja gerade in der Industrielandschaft in Deutschland bei großen Automobilkonzernen Leute entlassen werden sollen. Das sind ja Ängste, die da sind, die auch zu Leiden, zu Krankheiten führen. Das darf man eben auch nicht vergessen. Da wäre es mir viel lieber, man würde diese Hygieneregeln, Abstandsregeln auch rigoros vom Staat her einhalten. Mit Brachialgewalt, wenn es sein muss. Wenn es Leute gibt, die meinen, sich nicht an die Regeln halten müssen, gut, dann muss man sie eben auch bestrafen. So ist es nun eben. Um nicht wieder einen Lockdown zu riskieren, der wirtschaftlich aus einer Rezession im schlimmsten Fall die Depression macht. Das kann es nicht sein. Es gehört aber auch dazu, wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen in Deutschland und uns verschulden wie eigentlich noch nie, ja, dann fällt es auch wahrscheinlich nicht mehr auf, wenn wir sagen, aber wir wollen ja nicht nur den Status vor Corona wieder haben, wir wollen ja auch in Zukunft noch kraftvoll zubeißen können. Vorsprung durch Technik, ein altes Automotto. Wie können wir in Zukunft denn auch wieder Geld verdienen? Wir wissen, die
Digitalisierung, die machen wir noch nicht so perfekt, wie das andere Länder, Amerika oder China machen. Da müssen wir nachholen. Wieso machen wir nicht auf Pump einen großen Staatsfonds, der genau das fördert? Und wenn wir schon in der EU jetzt grün werden, ja, grün im Sinne, dass das erste Kontinent werden soll, der mit grüner Technologie klimaneutral ist, wie verdienen wir Geld damit? Das ist eine tolle Idee. Keiner hat was gegen Klimaschutz, aber lassen wir Geld damit ver. Gehen das nicht nur auf der ideologischen Ebene bleiben. Es bringt uns überhaupt nichts weiter, wenn wir uns alle auf dem Dorfplatz einfinden, unseren Händchen nehmen und Kumbaya, my Lord, singen. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen auch die Dinge anpacken, wie es Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus gemacht hat. Wir können das. Und das sollte man auch sich mal wieder vor Augen führen. Dann gerne ein paar Schulden machen. Und bitte, jede neosozialistische Strategie, die wir im Augenblick hören, von Steuererhöhungen, wo man in Berlin darüber nachdenkt, ob man den Eigentumsbegriff nicht mal ein bisschen einfärschen soll. Jede sozialistische Idee, das kann man in der Geschichte, Sie brauchen gar nicht weit zu gucken, wir können ja googeln, ja, stellt doch eindeutig fest, wo Staatswirtschaft oder Sozialismus ausprobiert worden ist, sind die Uhren nicht nur zurückgegangen, man konnte sie als Ventilator benutzen. Das muss man sich vor Augen führen. Danach machen wir lieber eine Marktwirtschaft sozialer Art, wie wir es schon mal gemacht haben, dass alle mitgenommen werden, wie Ludwig Erhard sagte, der Wohlstand für alle. Und in puncto Altersvorsorge, das ist auch sehr wichtig, wenn es keine Zinsen mehr gibt. Na, Inflation ist Zinssparen ja geplante Vermögensvernichtung. Dann machen wir bitte einen Volkskapitalismus. Da kann man ein bisschen sozialistisch denken, aber nur im Sinne, dass der Staat sagt, ich ermögliche eben auch breiten Bevölkerungsschichten mit Aktiensparen an der Entwicklung teilzunehmen. Wenn man sich nur vor Augen führt, was seit 2008 an Vermögen geschaffen ist auf dem Aktienmarkt, wieso kann man das nicht der Breite zur Verfügung stellen mit regelmäßigen Aktiensparplänen, die ja noch steuerlich gefördert sind. Aber da habe ich keine Hoffnung, auch bei der nächsten Regierung. Da wird das gute Lied des Zinssparens gesungen, wobei jeder eigentlich merken müsste, Zinssparen ist so attraktiv wie Fußbitz. Und das Thema Volkskapitalismus lässt sich ganz gut damit in Einklang bringen, dass viele von den Schulden, die wir jetzt machen, und das sagen Sie auch schon, seit wir seit einem Jahr sprechen, ja nicht mehr zurückgezahlt werden, schon gar nicht von denen, die sie machen. Sie werden von den Notenbanken übernommen werden müssen. Und damit sind wir bei einer Art Geldsozialismus, so nennen das die Kollegen von der österreichischen Schule. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Es machen alle Regionen und da werden wir mit einstimmen müssen. Und viele von denen, die dann immer als schwarze Reiter um die Ecke kommen, über die wir auch jedes Mal sprechen, die Katastrophen prognostizieren, hätten jetzt eigentlich ein Szenario gesehen, in dem wirklich alles zusammenbricht. Und wir haben jetzt die Rezession, wir haben sie gezwungenermaßen durch Covid-19 erlebt. Wir gehen jetzt aus der Rezession raus und werden die Dinge, die wir aufbauen, anders finanzieren als vorher. Ist denn aus Ihrer Sicht jetzt für diese schwarzen Reiter, für die Katastrophenprognostiker, der Wind aus den Segeln genommen? Finden wir da einen Weg, das wirklich transparent und klar über die New Monetary Money Theory zu finanzieren, über die Notenbanken, die dann die Schulden Stück für Stück übernehmen? Also ich wundere mich ja immer, wenn diese Schwarzmaler ja quasi eine Freude daran haben, die dunkelsten Farben zu verwenden, um ein zukünftiges Szenario zu machen. Nur, jetzt mal die zwei Sätze muss man auch dazu sagen, wenn es so weit käme und alles bricht in sich zusammen. Das ist doch nicht schön. Wer sagt es denn, dass demokratische, freiheitliche Grundordnungen aufrechterhalten werden? Wer sagt es denn, dass Leute überhaupt eine Arbeit haben? Wer sagt es nicht, dass es hier Kriminalität auf den Straßen gibt? Wer will denn sowas? Also wer Vater ist oder umgekehrt Mutter, ja, der will sowas mit Sicherheit nicht. Das heißt, ich will aber auch nicht die Lage jetzt schönen. Wir haben natürlich eine Überschuldung. Wir haben den Verlust der totalen Stabilität. Ja, man darf es auch so formulieren. Wir haben die D-Mark ja nur aufgegeben, weil wir geglaubt haben, dass der Euro genauso stabil ist, was, das wissen wir heute nicht, der Fall ist. Wir machen heute eine Transferunion mit Stabilitätsunion, kann man nur noch argumentieren, wenn man Pinocchio heißt. Ja, aber das ist auch klar. Aber wenn wir das schon so machen müssen, Schulden machen, dann machen wir gute Schulden, sorgen dafür, dass wir mit den Schulden auch die Zukunft finanzieren. Ich habe es eben angesprochen, mit Digitalisierung, mit Bildung, mit Infrastruktur, um etwas bewegen zu können. Und das ist jetzt kein Alibi für Schulden machen, aber trotzdem gehört zur Wahrheit dazu. Deutschland macht im Augenblick in diesem Jahr etwa 11,6 Milliarden Gewinn mit Schulden machen. Nochmal, es soll kein Grund sein, deswegen Schulden zu machen. Aber wenn wir Schulden machen müssen, nicht nur
um alle froh zu machen mit Kurzarbeitergeld, was ich ja durchaus verstehen kann. Jeder braucht eine Perspektive, aber bitte auch nicht diesen Zustand jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu verlängern. Und je länger das dauert, desto schwieriger wird es natürlich nach der nächsten Bundestagswahl, da wieder rauszukommen. Ja. Und wenn wir uns schwedischen Modellen der 70er Jahre dann nähern, wo also der Staatsanteil immer größer wird, die Steuern erhöht werden müssen und Unternehmer im Grunde genommen nicht mehr frei atmen können, und wir brauchen auch freies Unternehmertum, das ist nichts Schlimmes, ja, überhaupt nicht, wenn eben auch die soziale Komponente im Sinne der sozialen Marktwirtschaft dann gewahrt bleibt, also eine starke Wirtschaft und Sozialleistung finanzieren kann, nicht auf Pump und nicht auf Steuern, dann ist das eine wunderbare Sache. Aber an die Zukunft denken. Wir müssen die Zukunft gewinnen. Und das kommt mir zu kurz. Im Augenblick geht es nur darum, dass man heile, heile Gänschen macht. Und das ist zu wenig. Also den Leuten jetzt eine Perspektive geben, aber längerfristig auch ganz klar zu machen, auch das kriegen wir wieder in den Griff, wie wir es nach dem Zweiten Weltkrieg in den Griff bekommen haben. Aber diese bittere Wahrheit, die auch mal wehtut, wenn man seinen angestammten Arbeitsplatz vielleicht mal wechseln muss oder dass auch eine gewisse Zeit mal eine erhöhte Arbeitslosigkeit gegeben wird, da müssen wir eben durch. Und wenn wir durch sind, dann haben wir es gepackt. Ansonsten geht alles Richtung China und Asien. Die Unternehmen, die können sich heute ihre Standorte aussehen. Und da müssen wir auch was machen. Noch zwei Sätze. Erstens, die Stromkosten in Deutschland sind zu teuer. Wir brauchen gerade für Digitalisierung, der zweite Satz, natürlich viel Strom. Und die Argumentation, ach, da kommen viele nach Deutschland zurück, Lieferketten aus Asien sind ja anfällig. Nein, was früher die Lohnkosten waren, ja, sind heute zum Beispiel auch die Stromkosten. Wenn Strom nicht genügend da ist, auch bis zur letzten Milchkanne, ich bin für eine flächendeckende, tolle Netzausbauqualität, auch wenn es ein Schweinegeld kostet, das ist gut investiertes Geld. Wenn das aber nicht da ist, dann kommen die Unternehmen nicht und gehen woanders hin und dann wird dann der Export von Arbeitsplätzen zu unserem Exportschlager und das darf es nicht sein. Ein letztes Wort, Herr Halver, in unserem heutigen Gespräch zu einem gülden glänzenden Klumpen, der keine Zinsen, keine Dividenden abwirft. Man hört von Vermögensverwaltern, die sich jetzt darüber Sorgen machen, dass der Kapitalerhalt sichergestellt werden muss. Oft, naja, wir bekommen jetzt eine Vermögenspreisinflation, die Anleihen bringen sowieso nichts mehr. Nehmt doch aus dem Anleihenbereich was und nehmt es in und investiert es in Gold. Haben Sie dazu eine Meinung? Ja, klar. Also ich bin der Meinung, Gold gehört dazu. Definitiv. Ich sage mal, bis 10% des liquiden Anlagevermögens, also Immobilien lassen wir mal außen vor. Es gibt eben keine Zinsen mehr. Gold hat auch keine Zinsen, aber wenn die alternative Anlageform auch keine Zinsen bietet und sogar nach Inflation ja sogar noch verliert, dann hat der Gold den klassischen Nachteil verloren. Gold wird von Vermögensverwaltern, Sie haben es gesagt, immer mehr auch als Sicherheit genommen, übrigens auch gegen Währungsschwankungen, einfach nur um Gold zu haben als Sicherheit. Das kann man auch sicherlich gut seinen Kunden verkaufen. Und die Notenbanken, die kaufen ja auch Gold weiter. Wie am Schnürchen gezogen seit 2008, kaufen die Notenbanken Gold. Das machen die asiatischen Notenbanken teilweise auch, um ein bisschen aus der Dollarabhängigkeit rauszukommen. Also nicht nur immer die schönen bunten Papiere der Amerikaner Schuldscheinpapiere kaufen zu müssen, die im Zweifelsfalle nur einen Brennwert haben, wenn es hart auf hart kommt. Dann lieber die harte Ware Gold zu nehmen, das geht ja weiter. Und von daher sollte man für Gold sich auch ein bisschen erwärmen, auch wenn Gold in den letzten Wochen was runtergekommen ist. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird Gold sicherlich noch zu weiteren Höhen ansteigen. Also Gold, wunderbare Werterhaltungsfunktion, unbedingt auch sein Herz für Gold erwärmen, nicht nur als Kette oder als Ring, auch gerne, wenn schon in physischer Form. Also da bin ich auch sehr eigen, wenn ich schon die Sicherheit haben möchte, warum sollte ich dann ein Surrogat von Sicherheit nehmen? Dann nehme ich die Sicherheit pur und das ist eben physisch, was man anfassen kann, hat auch einen Wert. Also kein Papiergold in dem Sinn, weil das ja auch eine oft diskutierte Frage ist. Es gibt ja so verschiedene Konzepte, die das Papiergold sozusagen physisch abbilden lassen und man das auch steuerlich als physisches Gold behandelt. Man kann mit Gold spekulieren in Papierform, das kann man gerne machen. Aber wenn es mir um die Sicherheit geht, ja, gut, dann ist mir dann doch die physische Qualität auch am liebsten, weil es ist die Sicherheit. Ich kann es anfassen. Ich werde nie vergessen, was mein Opa immer gesagt hat, der war Landwirt. Der sagt zu mir, Junge, der war Rheinländer, Vermögen ist das, was man weder essen oder anfassen kann. Wichtiger Punkt. Herr Halver,
Das waren wertvolle Hinweise und wichtige Punkte fürs nächste Quartal. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und wir beobachten das weiter. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, hat Spaß gemacht, Hermes. Dankeschön. Danke, Hermes.